Mein Name ist Robert Rückel, ich bin der Direktor des Deutschlandmuseums und auch des benachbarten Deutschen Spionagemuseums. Und das Deutschlandmuseum ist entstanden, weil ich so etwas schon immer mir gewünscht habe. Und zwar, insbesondere wenn ich im Urlaub bin mit meinen Kindern, will ich immer ein bisschen was zeigen von dem Land, wo ich gerade bin. Und sowas gibt's nicht. Ich lande dann in Nationalmuseen mit vielen römischen Steinen, wo man stundenlang durch die Gänge streifen kann, wo es meistens dann nur Texte in Landessprache gibt und wo sich nicht nur die Kinder langweilen, sondern auch ich selbst mich langweile. Und deswegen wollte ich schon immer ein Museum machen, wo man schnell in die Geschichte eines Landes eintauchen kann. Und genau das haben wir hier gemacht. Als dann nebenan, neben dem Spionagemuseum, diese Fläche hier frei wurde, haben wir uns gesagt, jetzt können wir endlich das machen, was ich mir seit Jahren wünsche, und haben dieses Museum aufgebaut. Die Besonderheit dabei ist, dass wir natürlich deutsche Geschichte nicht nur durch Objekte darstellen wollen, sondern wir wollen ja schnell eintauchen in diese Welt, in die Welt der deutschen Geschichte. Und dafür haben wir Welten nachgebaut. Das heißt, ganz anders als in Museen, wie ihr sie alle kennt, taucht man bei uns tatsächlich ein. Man läuft durch einen Wald der Varusschlacht. Man betritt eine mittelalterliche Burg, steigt hinauf in einen Wehrturm, wo man aus dem Fenster gucken kann, was da so passiert, wie im Mittelalter das Leben vor den Burgmauern war. Man muss aber auch durch einen Schützengraben des Ersten Weltkriegs laufen. Man kann durch die goldenen 20er, eine Einkaufspassage, tanzen. Da wird Charleston getanzt, aber man kann auch natürlich die Schaufenster begutachten, was es zu der Zeit damals gab. Oder wie eben hier, wir sind jetzt in einer Wirtschaftswunderwohnung. 60er Jahre nach dem Krieg baut sich Deutschland wieder was auf und macht es sich hier idyllisch, könnte man sagen, bieder, würden die anderen sagen. Das sind alles Themen, die man hier erleben kann. Man erlebt tatsächlich die Welten, findet dann natürlich auch Originalexponate in Vitrinen. Das ist ein Museum, dazu gehören Originale. Aber vor allem taucht man ein, kann ganz viel hören, kann ganz viel Geschichten sehen, Originalfilme und 3D- und 2D-Animationen, die wir extra dafür gemacht haben. Und das ist das Besondere am Deutschlandmuseum. Das Deutschlandmuseum findet ihr am Leipziger Platz 7, also direkt neben dem Deutschen Spionagemuseum, S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz. Natürlich auch online deutschlandmuseum.de. Dort am besten auch die Tickets kaufen, die sind nämlich billiger als vor Ort. Man kann Zeitfenster-Tickets buchen und sich dann selbst entscheiden, zu welchem Termin man kommen will. Ansonsten natürlich auch bei Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und alles andere.